Viele Bürger teilen eigentlich unsere Kritik am Regierungskurs. Wir müssen nur wirksamer gegen die herrschende politische Verleumdung vorgehen. Wir können doch unsere Politik so vermitteln, dass sie schon in einem ganz allgemeinen Sinn für die Bürger nachvollziehbar, ja zwingend wird. Und um gerade auch im Westen stärker zu werden, sollten wir die AfD auch als pragmatische Partei des Bürgers positionieren. Wir müssen aufklären, dass Grüne und die grüne CDU ideologiegetrieben sind und nicht pragmatisch am Wohle des Landes orientiert Politik machen. Die AfD hingegen, die AfD ist der Problemlöser. Wir müssen die Unterrepräsentierung in den öffentlichen Medien skandalisieren und beenden. Unsere Kampagnen müssen strategisch umfassender vorbereitet sein. Und wir müssen jene, die verschreckt sind vom medialen Zerrbild unserer Partei, einen Weg zu uns bahnen. Denn wir sind es doch, die dem Land seine verlorene Mitte zurückgeben. Und diese Mitte sind wir, liebe Freunde. Wenn nämlich laut Umfrage 2/3 der Deutschen meinen, dass man in diesem Land nicht mehr offen reden kann, dann werden wir diesen Debattenkorridor wieder freikämpfen und alle diesen Menschen eine Stimme geben. Ich will, dass diese 2/3 unser Wählerpotenzial sind. Ich will unsere Themen aus einer viel weiteren Perspektive aufrufen. Niemand schätzt doch freiheitlich rationales Handeln mehr als wir. Gegen den Wahnsinn Haftungsunion, gegen die weltweite Öffnung der Sozialsysteme, gegen die kopflosen Wirtschaftsvernichtungskreuzzüge der Klimaapostel. Und auch zur sozialen Dimension der Freiheit müssen wir sprechen, gerade bei den Gefahren der Globalisierung. Sozial ist es, ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Durch Schulunterricht, der wieder Befähigung vermittelt, statt Niveauabsenkung zur Problemvertuschung. Durch einen Wohnungsmarkt, der den Bürgern nach Wohnkosten noch Luft lässt zum Leben. Durch Sicherung eines selbstbestimmten Lebens im Alter. Wir müssen darstellen, so breit sind wir aufgestellt. Wir müssen Volkspartei sein und Menschen aus ganz unterschiedlichen Erfahrungswelten zusammenschließen. Den Arbeitnehmer beim Autozuliefererbetrieb, der durch ideologische Politik seinen Arbeitsplatz verlieren kann. Den Lehrer in einer Klasse, wo keiner mehr Deutsch kann, der keinen Unterricht mehr machen kann. Den Wirtschaftsliberalen, der Souveränität und Eigenverantwortlichkeit zurückwünscht. Den Niedriglöhner, der durch importierte Migranten seinen Job verliert. Den Bildungsbürger, der um die Identität Deutschlands fürchtet. Sozialdenkende, die den Niedergang vor Ort erleben, wo rücksichtslos Politik gegen die eigenen Sozialbedürftigen gemacht wird. Den enttäuschten konservativen Flügel der Union und die Eltern, die sehen, dass ihr Kind in einer überfremdeten Klasse nichts mehr mitnimmt an Lernstoff, außer Mobbing und Prügel. All die möchte ich ansprechen. Denen sagen wir, dein Anliegen ist unser Anliegen. Die AfD ist dein Problemlöser. Wir müssen den Menschen auch erklären, wir müssen sie warnen vor einer dramatischen Schwächung Deutschlands bei der verfehlten Finanzunion, der Migrationspolitik und der hochideologisierten Energie- und Verkehrspolitik. Bei einer verdüsternden Konjunktur müssen wir den Menschen erklären, darf man eines nicht machen, den wirtschaftlichen Kernbereich Autoindustrie mit einer über Generationen erarbeiteten Kompetenzvorsprung und einer dichten Wertschöpfungskette aus ideologischen Gründen abwürgen. Wir werden den Menschen sagen, wir stehen zum Steuerzahler gegen die Zwangsabzocke durch Grüne und GroKo, die erst unsere Schlüsselindustrie zerstören und dann Strom und Mobilität unbezahlbar machen. Wir werden aufklären, Grüne, Partei der besser verdienenden Tugendpharisäer, AfD, Problemlöser der bürgerlichen Mitte und des kleinen Mannes, meine Damen und Herren. Und wir müssen den Menschen sagen, dass der demografische Wandel, schon jetzt dramatisch sichtbar in Kitas und Schulen, nicht nur ein zivilisatorischer Bruch zu werden droht, sondern langfristig auch zu einem Kippen der Mehrheitsverhältnisse führen kann. Nur wir erkennen hier die existenzielle Zukunftsfrage für das Fortbestehen freiheitlich-rechtlicher Verhältnisse hierzulande und unserer über Jahrhunderte gewachsenen Kultur. Diesen Wettlauf können schneller Ausländer eingebürgert werden, die dann links wählen, oder laufen die Deutschen schneller zur AfD über? Diesen Wettlauf möchte ich für die Zukunft unserer Kinder gewinnen. Das ist die geschichtliche Aufgabe der AfD. Die jährlich rund 50 Milliarden, die sollten wir nicht ausgeben für illegale Migration, sondern für Familienförderung. Da sind sie einzusetzen.
Wir müssen immer wieder den Weg zurück zum Grund und geschichtlicher Aufgabe der AfD finden. Wir müssen unsere Anliegen so zwingend erklären, dass sie als die Mitte des politischen Koordinatensystems erkennbar werden, wir die neue Mitte sind. All dies möchte ich eindringlich mit den Bürgern kommunizieren. Eine der wichtigsten Aufgaben. Ich würde das gerne für uns machen, zum Wohle Deutschlands. Vielen Dank. Gottfried Curio, hier der Bewerber für den zweiten Sprecherposten, der damit geworben hat, klarzumachen, dass die AfD die Mitte der Partei sei. Ein paar Minuten, nachdem Wolfgang Gedeon gesprochen hat, der auch immer noch in der Partei ist. Die erste Frage kommt von Thomas Gutwein. Die zweite Frage von Johannes Huber. Und die dritte Frage von Detlef Elebracht. Thomas Gutwein mit der ersten Frage, 30 Sekunden. Saalmikrofon. Thomas. Thomas Gutwein mit der ersten Frage, bitte. Das dauert jetzt etwas wohl, er nimmt das der Delegierte auf. Das Mikrofon dort, okay. Findet. Das ist in Ordnung. 30 Sekunden. Ja, Thomas Gutschein, Landesvorstand Niedersachsen. Herr Dr. Curio, Sie sind fast von allen Mitgliedern als hervorragender Rhetoriker in der Partei bekannt. Welche weiteren besonderen Fähigkeiten können Sie in die Arbeit in den Bundesvorstand einbringen? Dankeschön und die Antwort. Danke sehr. Ich denke, es gibt innerhalb unseres 14-köpfigen Bundesvorstands eine Fülle von Aufgaben. Und in diesem Spektrum gibt es sicherlich besondere Spektrallinien. Meine Spektrallinie sehe ich in der Tat zunächst vordringlich bei der Kommunikation mit dem Bürger, um unsere Anliegen so zwingend darzulegen, dass wir die Wechselwähler neu zu uns führen. Aber es ist auch so, dass ich als Vertreter der unterschätzten, weil clubmäßig eigentlich nicht organisierten Partei Mitte gerne die Partei zusammenhalten würde. Ich sehe mich da nach innen als ehrlicher Makler, bin in keine besondere Strömung eingebunden und kann so unvoreingenommen kommunizieren in alle Richtungen und Orientierungen zum Wohle der Partei, wozu auch gehört, dass die besten Leute aus allen Strömungen in die Führung eingebunden werden. Nach außen aber möchte ich die Angriffe widerlegen und vor allem aus der Verteidigung herauskommen und unsere Positionen dem Bürger als seine eigenen Problemlösungen darbieten. Dankeschön. Die zweite Frage kommt von Johannes Huber am blauen Saalmikrofon. Bitte schön. Ja, Johannes Huber, MdB aus Bayern. Liebe Gottfried, dir wurde in den letzten Tagen vorgeworfen, du könntest nicht so gut organisieren wie möglicherweise ein Tino Chrupalla. Jetzt möchte ich dich aber fragen, weil ich dich im Bundestag in der Fraktion anders erlebe. In allen Arbeitssitzungen bringst du dich konstruktiv ein, immer mit fundiertem strategischem Sachverstand auch dazu. Ich möchte dich fragen, du bist ja der AK-Leiter für unseren Arbeitskreis Inneres im Bundestag, was der wichtigste Ausschuss für uns eigentlich darstellt. Warum, Frage, wurdest du als AK-Sprecher für Inneres und auch nicht als Bezirkssprecher in Berlin schon abgewählt? Warum wurdest du nicht abgewählt bisher? Zur Antwort. Die Frage ist einigermaßen originell. Vielleicht deshalb, weil die Voraussetzungen, die in dieser Scheinlogik eben vorausgesetzt sind, schlicht nicht gegeben sind. Wir wissen alle, dass im Vorfeld von Parteitagen viele Erscheinungen im publizierten Raum unterwegs sind und diese haben nicht immer nur mit dem von Ihnen beschriebenen Gegenstand zu tun. Es mag sein, dass damit manchmal auch andere Interessen verbunden sind. Vielen Dank. Und die dritte Frage kommt von Detlef Elebracht am roten Saalmikrofon. Detlef Elebracht ist aus Hamburg. Ich unterstreiche jedes Wort, was Sie sagen. Sie sind für uns mit Gold nicht aufzuwiegen. Sie sind dafür verantwortlich, dass die Leute wieder gerne Bundestagsdebatten lauschen. Aber
Wenn es stimmt, dann nutzen Sie zum Beispiel diese Mittel, die Sie haben, um einen Mitarbeiterstab im Bundestag aufzubauen, nicht voll aus. Sie arbeiten da sehr autark. Nehmen Sie mir bitte die Befürchtung, dass Sie auf der anderen Seite vielleicht dahingehend ein Defizit haben, dass das die soziale Komponente, um mit Menschen zu mitarbeiten, nicht so stark ausgeprägt ist, wie es sein müsste auf der Position, für die Sie sich bewerben. Und zur Antwort. Also, der Mitarbeiterstab, wir haben 26 Leute Bewerbungen geprüft, 14 eingeladen, 6-mal Ja gesagt. Wegen Verfassungsschutz, Geld, Krankheit und manchen anderen Dingern haben wir da auch Interessenten wieder verloren. Das ist wahr, es ist ein schwieriges Geschäft. Wir haben jetzt wieder 2 aussichtsreiche Kandidaten dabei. Wir sind dabei, das kontinuierlich permanent weiterzuverfolgen. Wir sind gesegnet in unserem Ausschuss nicht etwa mit Autarkie, sondern mit lauter hocheffizient arbeitenden Kandidaten. Und ich weiß, dass alle, die gerne zusammenarbeiten, wir sind ein hocheffektives Team, das darf ich wirklich sagen, im Arbeitskreis innen. Und das ist eine Erfahrung, die ich mir in meinem Leben schon überall bestätigt habe. Ich habe also schon Chöre geleitet und mit freien Gruppen Opern aufgeführt. Ich bin mit Teamleitung wohl vertraut und mit größeren Gruppen. Ich kann das, ich mache das als ein Teil eines 14-köpfigen Vorstands, würde ich das gerne tun.